Es war ein super schöner Kindergarten. Also das war eine echt gute Zeit. Ich hatte eine tolle Erzieherin. Meine Mama ist bis heute noch mit der befreundet. Und ja, kirchlicher Kindergarten. Ja, das habe ich im Nachhinein, wo ich in der Konfirmandenarbeit jetzt ein bisschen tätig war, ist mir mehr aufgefallen, dass ich wirklich im Kindergarten sehr kirchlich geprägt worden bin. Obwohl meine Eltern beide nicht religiös sind. Überhaupt nicht. Also die haben mit Kirche eigentlich gar nichts zu tun. Und ja, mir ist neulich so eingefallen, wie wir dann doch immer Kirchenlieder doch gesungen haben und dann doch auch mal eine Andacht gemacht haben, schon im Kindergarten, im Kindergottesdienst mitgemacht haben, Krippenspiele, sowas halt. Das ist mir erst im Laufe jetzt meines Studiums auch noch mal mehr bewusst geworden. Was mochtest du daran? Oh, ich weiß nicht, ob ich es mochte, das kann ich gar nicht sagen. Das gehörte halt dazu. Das war der Kindergarten. Als Kind zweifelst du sowas ja nicht an. Und für dich ist es normal, wenn das halt zum Kindergarten gehört, dann ist das der Alltag und das gehört dazu. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich Kinder habe, ob ich die in einen kirchlichen Kindergarten stecke, weiß ich nicht. Schlecht ist es nicht. Aber ich glaube, auch jeder andere Kindergarten ist gut. Also man muss sein Kind nicht in einen kirchlichen schicken. Ich glaube, meine Eltern haben das auch nur gemacht, weil es wirklich direkt auf der anderen Straßenseite ist. Ah, ich weiß noch, als ich am Anfang in einem anderen Kindergarten war. Das war in der Homburger Straße, hinterm Rüdesheimer Platz. Aber da war ich noch sehr, sehr klein. Und das hat meine Mama mir erzählt. Die hat gesagt, ich war noch zu klein. Also ich war die Jüngste in diesem Kindergarten. Und die anderen Kinder haben mich wohl immer durch die Gegend geschleppt und so wie eine Puppe, weil ich noch so sehr klein war. Und hat meine Mutter mich da rausgenommen und in diesen anderen Kindergarten gesteckt. Warst du als kleines Mädchen, glaube ich? Nee. Mm-mm. Noch nie. Also das ist... das ist für mich so ein Thema. Also ich respektiere das, wenn Leute gläubig sind, total. Das ist für mich völlig in Ordnung, solange sie das für sich machen. Also das ist ja so, ich zum Beispiel glaube nicht und das mache ich auch nur für mich privat. Also ich würde nicht jetzt irgendjemandem sagen, Herr, bist du doof, weil du an Gott glaubst oder so. Also ich rede schon gerne mit Leuten, die gläubig sind und ich diskutiere auch gerne, aber ich würde denen nie sagen, dass sie deshalb irgendwie doof sind oder so. Also das ist, außer es kommen dann halt Sachen, die mit meiner Wertvorstellung nicht übereinstimmen. Also wenn andere diskriminiert werden aufgrund deren, also dass die so gläubig sind, dass sie deshalb andere diskriminieren, das ist was für mich nicht zusammenpasst. Also gerade auch dieses Christliche, wo man eigentlich sagt, Christen sind so sehr tolerante Menschen und liebe deinen Nächsten und so. Ja, man kann nicht nur das tolerieren, was in den eigenen Toleranzbereich fällt. So sage ich das immer gerne. Man muss alles tolerieren, auch Leute, die nicht glauben. Und das ist oft schwierig für die Menschen.